Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine neue Betonstrandung. Sie besteht aus weißem Kies, schwarzem Lavamulch und noch so ein paar grauen Steinen. Hier und da kommt noch ein Zierkratz dazu und schon sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Außerdem zeige ich euch, wie ich auf meiner Rasenfläche einen Kahlschnitt durchführe. Das ist eine Sache, die ich keinem empfehle, vor allem nicht im Sommer bei dieser Hitze. Aber es gibt gewisse Faktoren auf meinem Rasen, die mir keine andere Wahl lassen, als den Rasen so kurz zu schneiden. Hier könnt ihr genau sehen, wie die Gräser auf meiner Fläche aussehen. Sie bestehen hauptsächlich aus einem Trieb, wo oben nur ein kurzes Blatt dran wächst. Nach jedem Mähen ist fast das komplette Blatt ab und der Trieb bleibt wieder alleine stehen. Also habe ich mir gedacht, ich schneide das Ganze einmal richtig kurz, lasse das Blatt heranwachsen und schneide dann ein paar Zentimeter höher nur noch das Blatt ab. Soweit die Theorie und hier die Praxis. Auf einer kleinen Testfläche unter der Schaukel habe ich das Ganze schon mal ausprobiert. Vor circa 4 Tagen hatte ich hier die kleine Fläche auf 1 cm geschnitten. Im Anschluss habe ich den Mäher höher gestellt, in diesem Fall 2 cm, und täglich weitergemäht. Man sieht genau, dass genug vom Blatt übrig bleibt und sich dementsprechend neue Blätter entwickeln können, ohne dass der Trieb beschädigt wird. Außerdem habe ich neben meinem Garten einen schönen Eichenbaum stehen, der mir das ganze Jahr Arbeit beschert. Und da es diesen Sommer besonders heiß ist, fallen die Eichen schon früher als gewohnt. Bei langem Rasen sind diese kaum aufzufinden und wenn man dort drüber läuft, zerstören sie einem sogar den Rasen. Solch einen kurzen Schnitt kann man natürlich nicht mit dem Sichelmäher durchführen, dafür braucht ihr ein Spindelmäher.
Tag und da seht ihr es, sogar ein schlechter Rasen sieht mit Streifen besser aus als ohne. Ich habe die Rasenfläche jetzt ca. auf 18 mm drunter geschnitten, in der Hoffnung, dass auch die jungen Gräser diesen Kahlschnitt genauso gut überstehen wie das ca. 2 Jahre alte Weidelgras auf der Testfläche. Auf jeden Fall habe ich es jetzt leichter mit den Eicheln, Stöcken und Blättern, die jeden Tag vom Bäumchen runterfallen. Die sind jetzt leicht zu erkennen und wunderbar aufzusammeln. Somit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt was in die Comments, lasst auch gerne ein Abo da. Und zum Schluss gibt es jetzt noch den Eicheltest.